Das ist ein Bär mit Lauch. Und das hier ist Bärlauch. Diese nach Knoblauch riechende Pflanze hat nicht nur heilende Kräfte, sondern ist auch in der Küche vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel, um Arbeitsflächen zu reinigen. Oder aber um Pesto, Suppen oder was auch immer herzustellen. Letzte Woche habe ich ein paar von diesen Blättern gesammelt und daraus Bärlauchspätzle gemacht. Genau das gibt es in diesem Video zu sehen. Deshalb zieht es euch rein, es ist echt geil geworden. Kurz vorweg, ich schildere euch nur, wie ich beim Bärlauchsammeln vorgegangen bin und übernehme daher keine Haftung, falls ihr nicht essbare Blätter esst. Letztens war ich im Wald spazieren und habe da plötzlich ein Bärlauchfeld entdeckt. Glücklicherweise hatte ich wie immer, wenn ich aus dem Haus gehe, meine Schere und einen Stoffbeutel dabei. Moment, braucht man wirklich eine Schere, um Bärlauch zu pflücken? Nein, natürlich nicht, sonst würde es ja nicht pflücken heißen. Für ungeschickte Menschen wie mich empfiehlt es sich allerdings, damit man die Pflanze nicht zu weit unten abpresst und sie so schön nachwachsen kann. Die Pflanzen sind hier teilweise noch etwas kleiner, deshalb schaue ich nicht zu viele Blätter von einer zu nehmen. Um den Bärlauch nicht mit anderen tödlichen Pflanzen zu verwechseln, rieche ich einfach dran, bis ich eine Knoblauchvergiftung habe und stecke mir das Ding so tief in die Nase, wie bei einem Nasenrachenabstrich. Ein weiteres Indiz ist die Form der Blätter. Beim Bärlauch wächst jedes Blatt einzeln aus dem Boden. Die giftigen Pflanzen, die dem Bärlauch ähnlich sehen könnten, wachsen meistens trichterförmig nach oben. Wenn ich mir dann immer noch nicht ganz sicher bin, grabe ich bei einer Pflanze runter bis zur Wurzel. Wenn aus dieser Wurzel einzelne Blätter wachsen, bin ich ziemlich sicher safe. Danach grabe ich aber die Pflanze selbstverständlich wieder tief ein, damit sie schön weiter wachsen kann. Zurück in der Küche wasche ich den Bärlauch gründlich ab, damit ich mir nicht einen Fuchswurm einfange und kontrolliere dabei nochmal die Form der Blätter. Die nassen Blätter kommen jetzt direkt auf mein Brett, wo ich sie mit meinem Hackermesser zu feinen Streifen verarbeite. Diese Streifen kommen jetzt in meinen Messbecher und dazu gesellen sich auch noch zwei große Eier. Das Ganze püriere ich jetzt zu einer Pesto-ähnlichen Creme. Wozu habe ich dann eigentlich die Blätter geschnitten? Beim Mehl greife ich logischerweise zu Spätzlemehl. Spätzlemehl ist eine spezielle Mischung aus Weichweizen und Hartweizen im Verhältnis 80 zu 20 gemischt. Ich gebe 1,5 Becher davon in meine Schüssel und gieße dann direkt mein Bärlauch-Eigemisch darüber. Mit meinem Teigschaber probiere ich noch möglichst viel aus dem Becher rauszuholen. Zu dem Ganzen gieße ich jetzt noch 100 ml prickelndes Mineralwasser. Wie auch bei Palatschinken sorgt das hier für einen extra fluffigen Teig. Abschließend würze ich das Ganze noch mit frischem Muskat und einer ordentlichen Prise Salz. Mit meinem Teigschaber rühre ich jetzt das Ganze so lange um, bis sich das Mehl mit den flüssigen Zutaten gebunden hat. Die Konsistenz beim Spätzleteig ist ausschlaggebend für richtig geile Spätzle. Um die zu bekommen, nehme ich ein bisschen was von dem Teig auf meinen Teigschaber und lasse es wieder in meine Schüssel fallen. Wenn mir das zu schnell hinunterfällt, gebe ich etwas Mehl nach und rühre das wieder ein. Anhand der Fallgeschwindigkeit erkenne ich also, wann mein Teig ready ist. So wie hier. Dann ist es an der Zeit, Wasser in einem Topf zu kochen zu bringen und dieses etwas zu salzen. Wenn das Wasser kocht, fülle ich meine Presse mit dem Spätzleteig voll. Dasselbe würde natürlich auch durch ein Sieb hindurch oder mit der traditionellen Variante des Spätzleschabens funktionieren. Ich finde es nur so am chilligsten. Ich drücke die Presse leicht zusammen und wenn die Spätzle die richtige Länge haben, höre ich einfach auf zu drücken. Das mache ich so 2 bis 3 Mal, bis alle Spätzle aus der Presse im Wasser gelandet sind. Wenn sie an der Oberfläche schwimmen, sind sie schon durch. Das geht echt schnell. Deshalb nehme ich das nächstbeste, was ich finden kann, um die Spätzle rauszuholen. Mit dieser Fritteuse funktioniert das erstaunlicherweise echt gut. Jetzt wiederhole ich das Ganze nochmal mit dem restlichen Teig. Also auffüllen, reinpressen und rausholen. Und dann sind sie fertig. Diese grüne Farbe allein sorgt dafür, dass ich Lust auf die Dinge habe. Deshalb muss ich sie natürlich auch kosten. Boah, echt geil. Wie Eierspätzle, nur grün und mit Bärlauchgeschmack. Maiglöckchenspätzle sind einfach genial. Spaß beiseite. Als ich wieder zu mir gekommen bin, wollte ich noch mehr aus dem Bärlauchspätzle holen. Wie vorhin erwähnt, sind die Bärlauchspätzle eigentlich ähnlich zu klassischen Spätzle, also kann ich sie doch auch ähnlich weiterverarbeiten. Der Bär aus dem Intro hatte übrigens eine Frühlingszwiebel und keinen Lauch eingesteckt, was euch sicher aufgefallen ist. Diese nehme ich ihm jetzt weg und schneide sie in feine Scheiben. Außerdem greife ich zu einem stinkenden Stück Emmentaler und reibe diesen in große Streifen. Genau dasselbe mache ich dann auch noch mit einem Stück Tiroler Bergkäse.
Natürlich geht das auch mit anderen stinkenden Käsesorten und ich glaube, da muss jeder seine eigene Mischung finden. In eine Pfanne schmeiße ich jetzt eine Flocke Butter und schmelze diese bei mittlerer, aber doch höheren Hitze. In diese Butter kommen jetzt meine Frühlingszwiebeln und ich schwitze diese kurz darin an. Jetzt schmeiße ich noch meine nassen Bärlauchspätzle hinein und toppe das Ganze mit dem Emmentaler und dem Bergkäse. Bei mittlerer Hitze rühre ich jetzt den Käse unter die Spätzle, bis er komplett geschmolzen ist. Das dauert so um die 3-5 Minuten. Dann kann ich die Spätzle in einer Schüssel servieren und etwas von meinem selbstgemachten Röstknoblauch von der Adobo-Folge drüber streuen. Und fertig sind meine Bärlauch-Käsespätzle. Zugegeben, es ist trotz der grünen Farbe wie auch normale Käsespätzle ein richtig deftiges Essen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Deshalb muss ich jetzt einfach reinhauen. Der Knoblauchgeschmack in Kombination mit den käsigen Spätzle kommt echt geil. Ich liebe es, dass der Käse sich so zieht. Diese Spätzle sind einfach umwerfend gut. Grün, herzhaft, stinkig und einfach genial. Okay, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals zweimal denselben schlechten Witz in einem Video bringe, aber ich hab's gemacht. Am liebsten würde ich noch unendlich viele Rezepte mit Bärlauch raushauen. Da fällt mir einfach noch extrem viel ein, so wie ein Babka mit Bärlauchpesto, Bärlauch-Gnocchi-Auflauf. Okay, das war's auch schon. Aber ich möchte nicht nochmal die Kürbiswochen wiederholen, wenn ihr versteht, was ich meine. Somit sage ich ciao und bis nächste Woche. Ihr Pfannkuchen.